Ja, hallo, mein Name ist Christian Hemschemeyer, ich bin Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg und dies ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Heute haben wir so ein Wunschvideo, also ich beantworte ja immer viele Sachen umsonst von so einem großen Stapel, aber wenn ihr auf jeden Fall ein Video haben wollt, kann man halt ein E-Mail-Coaching buchen auf liebeschiff.de und ja, und bekommt dann halt sein Video. So, also eine Nachricht von Katschinka und es geht, ja, die Frage, habe ich einen co-abhängigen, ängstlichen Partner, ist das auch toxisch für mich? So, jetzt mal eine komplizierte Geschichte. Vor 6, 7 Wochen habe ich angefangen, jemanden zu daten, von dem ich schon lange weiß, dass er an mir interessiert ist. Eigentlich war das nicht mein Plan, ich hatte auch Zweifel, da auf mich teilweise unsicher wirkt. Ich mag ihn und finde ihn attraktiv, aber die Unsicherheit fand ich teilweise abschreckend. Meiner Einschätzung nach in der gemeinsamen Gruppenaktivität stellt er sich nie so sehr in den Mittelpunkt, ist immer sehr hilfsbereit, freundlich und nimmt andere wichtiger als sich selbst. Ja, was ja auch so ein bisschen für, also andere wichtiger nehmen als sich selbst, definiert ja eigentlich immer, was ich meine mit co-abhängig. Also könnte man jetzt denken, hätten wir vielleicht zwei Co-Abhängige. Du bist ja, wenn du meine Videos guckst, vielleicht auch damit mal befasst gewesen zumindest. Wir haben von Anfang an sehr viel miteinander geredet. Der Kontakt war schnell sehr eng. Ein Fehler, den ich sicher gemacht habe, ist in den ersten Wochen sehr viel über meine Bedenken zu sprechen und ihm helfen zu wollen, sich zu verändern, selbstbewusster zu werden und so weiter. Also auch wenn es mal nicht um, weiß ich nicht, Egozentrik, Toxik, Narzissmus und so geht. Also jemand verändern wollen, ist immer Käse, ne? Das entweder, ja, du kannst ihn so lieben, wie er ist. Also man kann immer eine bessere Version werden seiner selbst, aber dass man sowas am Anfang schon verhandeln muss, ist echt schwierig. Ich habe mich dafür auch entschuldigt. Ich denke, dass ich am Anfang, da er ein so starker Pluspol ist, zum ersten Mal so in den Minuspol rein bin. Eine neue Erfahrung. Ja, und das ist, finde ich, für dich auch einen wichtigen Entwicklungsschritt. Ja, man wird selber ein bisschen mehr, also man ist selber nicht mehr so plus und dann ist man auch unter Umständen ein Match für jemanden, der stark plus ist. Und überhaupt mal so eine Minuspol-Erfahrung zu machen, wenn man ihn nicht kennt, kann sehr heilsam sein und kann auch wirklich ein Schritt nach vorne sein. Weil man merkt, dass das ganze Muster ist änderbar. Das ist schon mal gut, ne? Ich dachte, dass das vielleicht ganz gut ist, da ich hiermit dann mal üben kann. Genau. Abgesehen von meiner Angst, dass dann mir vielleicht zu viel wird, zu needy wird, habe ich mich im Kontakt sehr wohl gefühlt. Ich hatte die Idee, dass er ein grundweg lieber Mensch ist, der ernsthaft an einer Beziehung interessiert ist und auch nicht abgeschreckt war, früh über eine mögliche Zukunft zu sprechen. Wenn man zu viel über eine Zukunft spricht, hat man sie meistens, hat man sie oft nicht, leider. Aber mir ging es teilweise, also Hangout, have fun, hook up, ne, sage ich immer. Mir ging es teilweise aufgrund anderer Sachen in den letzten Wochen nicht so gut. Das konnte ich wunderbar mit ihm teilen. Normal ist es nicht so leicht für mich, Gefühle zu teilen, alles sehen zu lassen durch meine familiäre Vergangenheit. Dort war es eher gefährlich, Gefühle zu zeigen. Ich habe da viel mit gearbeitet und mich gefreut, dass ich mich so wohl mit ihm fühle, so viel teilen zu können. Mein Vertrauen zu ihm war sehr groß, allerdings hat sich das Blatt gewendet und ich weiß gar nicht mehr, wo ich stehe. Letzte Woche meinte er erst in einem Gespräch, dass es nicht funktionieren würde, wenn ich zu viel nachdenke. Nicht einfach ich selber bin. Ich hatte ihm mitgeteilt, dass ich Angst hatte, nicht ich selbst sein zu dürfen und ihm von der Minuspol-Dynamik erzählt. Mit seiner Bemerkung konnte ich gut etwas anfangen und ich habe gesagt, dass ich das ändere und an mir arbeiten werde. Das war der Moment, wo ich beschlossen habe, alle Kontrolle, Sorgen aufzugeben und mich komplett einzulassen. Das finde ich auch erstmal gut, ne? Manchmal nach diesen Horrorbeziehungen panzert man sich total ein und ja, jetzt gibst du dem eine Chance, finde ich auch okay. Am folgenden Abend hat er in einem Gespräch eine Stunde drum rumgeredet, dass er nicht sicher ist, ob er mit mir zusammen sein will. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, er will mit mir Schluss machen, aber er wollte nicht zum Punkt kommen. Dann hat er erwähnt, dass ich meine Gefühle bei ihm auskotzen würde. Er hat vorher nie gezeigt, dass er nicht mit mir darüber reden wollte. Im Gegenteil, eigentlich wollte er immer alles wissen, für mich da sein. Und dass ich mich zu viel melde, Fragezeichen. Sehr komisch, eigentlich wollte er immer viel Kontakt. Ja, verstehe ich es auch nicht so richtig. Für mich war das sehr verletzend, hatte die Idee, dass er gar nicht ehrlich war vorher. Letzten Endes haben wir es besprochen, dass er mich verunsichert, aber da ich am Anfang so kritisch war, habe ich nicht zu viel gesagt, mich weniger gemeldet und mehr über Positives geredet. Diese Woche
habe ich ihn einen belanglosen Gespräch nach seiner Meinung über mein Zimmer gefragt. Er hatte keine Meinung, was mich gestört hat. Das ist immer dieses Thema Selbstbewusstsein jetzt hier, ne? Auch, dass er Sachen nicht rechtzeitig anspricht, dass er ja, vielleicht zu wenig dir gegenüber ist, würde ich mal sagen, so. So. Auf meinen Wunsch, doch eine Position zu beziehen, hat er reagiert, dass er das doch letzte Woche schon gesagt hätte, dass dies nicht ginge und dass ich ihn kritisiere und so keine Beziehung funktionieren würde. Ich glaube, jede Frau wünscht sich vom Mann, dass er Position bezieht. Ja. Also wieder gedroht, damit zu gehen. Wir haben auch nochmal über die Gefühlsgeschichte von letzter Woche geredet. Jetzt war plötzlich gar nicht mehr so gemeint. Er hatte nur Angst, dass ich ihn im späteren Verlauf des Abends das verstehe ich jetzt nicht so richtig. Also irgendwie, ich verstehe jetzt den Satz so, dass er sich unsicher war, ob du ihn noch magst, irgendwie. Das ist ja auch schon wieder total schräg, irgendwie. Also er wollte von mir wissen, was ich an ihm mag, weil er das nicht wüsste. Das würde ihm helfen. Ich möchte ihm eigentlich vertrauen, aber ich weiß nicht, was ich mit all dem soll. Gibt es hier noch eine Chance? Anderes, was auffällig war, er ist 2, 3 Mal grundlos sehr eifersüchtig geworden, hat recht früh gesagt, dass er mich liebt. Es ist halt Pluspolverhalten, jetzt kriegst du es mal andersrum mit. Nachdem er ein langes Drama kreiert hat, weil er sich nicht traute, es zu sagen und dann meint, ich wollte es doch nur hören. Nein, habe es selbst nicht gesagt und ihn nicht drum gebeten. Ja, ihr seid jetzt in so einer Andersrum-Dynamik, ne? Ist vieles auch meine Schuld, muss ich ihm nur mehr Sicherheit gegeben, aus dieser Beziehung abzuraten. Ich bin vor allem sehr verstört, weil ich nicht mehr weiß, was ich von ihm denken soll. Meine Gedanken drehen sich konstant darum, was ich noch vertrauen soll und was er echt meint. Auch verstehe ich nicht, wie ich ihm so vertrauen konnte und plötzlich alles anders ist. Ich hatte echt damit begonnen, mir eine Zukunft vorzustellen. Einige andere komische Sachen habe ich rausgelassen, weil der Text zu lang würde. Gut, ja, also das ist jetzt nicht, was man so typischerweise, wir besprechen hier immer mit toxischen Beziehungen, ne? Das ist nicht. Es ist einfach jemand, der sehr selbstunsicher ist, würde ich sagen. Und das turnt dich halt irgendwie ab, ne? Weil du, andererseits ist es in sich immer so ein kleiner Abturner. Und dann, das ist auch nicht selten. Also, ich weiß nicht, gut, mal jeder von uns hat seine Macken, aber höre ich häufig, dass Leute, die dann ihren Liebeship ändern, so weg von Narzissten, dass sie dann manchmal mit dem anderen Extrem zu tun haben, wobei es jetzt nicht wirklich extrem ist, aber mit Pluspolverhalten. Ja, es ist einfach, ja, sozusagen so klassisches mangelndes Selbstbewusstsein und dadurch sagt er manchmal halt nicht, was er denkt oder er redet drumrum oder er redet irgendwie taktisch und du merkst das und hast das Gefühl, du kriegst keinen richtigen Widerstand, ne? Also er ist einfach mit seinen Ängsten beschäftigt, vermute mal Verlustangst hier. Dass er dich verliert und dann fängt er halt an, irgendwie drum rumzureden oder macht irgendwas ganz anderes und nimmt das wieder zurück und dann wird er grundlos eifersüchtig, ist, denke ich, alles das Gleiche. Und ihr kommt irgendwie nicht zu Potte. Also, ja, ich meine, es gibt jetzt keinen Grund, ihm nicht zu vertrauen, was jetzt so Commitment angeht, aber du kannst dich schon fragen, ja, ob er so stabil genug ist, dass du meinst, du kannst mit ihm vernünftig Sachen besprechen, ne? Also jetzt zu oder abraten, ist jetzt nicht so ganz klar, aber ich würde auch da wieder davon ausgehen, das wird sich nicht von heute auf morgen ändern. Sicherlich könnt ihr gucken, was sind so Triggerpunkte, ne? Also wo triggerst du ihn an, wo triggert er dich an? Das kann man ausräumen, da kann man sicherlich auch für ein bisschen mehr Sicherheit sorgen in der Beziehung, so, wobei du jetzt natürlich, weil du dir nicht mehr sicher bist, triggerst du dir natürlich wieder seine Unsicherheit an. Ne? Das heißt, ihr seid da schon so ein bisschen in so einer Schleife. Aber eins muss man schon sagen, dass er jetzt so ein eher unsicherer Mensch ist. Das wirst du jetzt nicht mal eben ändern. Ne? Das werden auch, also wenn du dazu kein Ja sagen kannst oder sagst irgendwie, das ist es jetzt irgendwie noch nicht so richtig, das ist auch okay. Ne? Dann kannst du auch weiter gucken. Ich würde nur ihm ganz klar sagen, wo du stehst. Also musst du es auch nicht schönreden. Und ich würde es auf jeden Fall für dich jetzt als so einen Schritt sehen aus Liebessucht raus und jetzt in eher eine Beziehung, wo du vielleicht, wo es auch noch nicht so richtig passt, aber es ist jetzt nicht mehr so
Also eine Megatoxik, also das sehe ich auch als für dich definitiv ein Fortschritt, egal ob das jetzt weitergeht oder nicht. Also mit dem Gefühl vom Vertrauen, da wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig, weil ich finde jetzt nicht, dass er jetzt dir Grund gegeben hat, dass du ihn so misstraust, grundsätzlich so, ne? Das ist leider immer so ein bisschen, wenn man vorher in so Beziehungen war, wo man so total verarscht worden ist, ja, dann ist das mit dem Vertrauen nicht mehr so doll. Und ja, also von daher würde ich echt gucken, ist das wirklich so ein Misstrauen ihm gegenüber? Also musst halt schon, du musst einfach gucken, ob du so insgesamt, ob du ihn genug liebst oder magst, würde ich sagen, ne? Dass du da mit ihm weitergehen willst, auch wenn er dich so ein bisschen abturnt damit. Also wie gesagt, natürlich ist das jetzt, kann das so ein ganz, aber das ist so ein ganz normaler Paar, negativer Paarzyklus, ne? Der eine turnt den anderen ab irgendwie und ja, aber da gibt es kein richtig und kein falsch. Du kannst sagen, Mensch, ja, es passt doch nicht so richtig, oder du kannst sagen, okay, nobody is perfect. Ich gucke noch ein bisschen und versuche ihm ein bisschen mehr Sicherheit zu geben und guck, ob er dann auch irgendwie konstanter wird. Aber wie gesagt, da habt ihr ein besseres Zusammenspiel oder du machst keinen anderen Menschen aus ihm. Gut, ja, soweit mal. Also wie gesagt, ist jetzt, also ich habe das Gefühl, so richtig passt es noch nicht, sonst wärst du einfach verliebter. Also man muss so ein bisschen so einen Mittelweg finden, ne? Also man wird weder, sollte man jemanden daten, wenn man mit dem Thema Probleme hat, wo man so völlig verknallt ist, beziehungsweise dann ist immer die Gefahr, stimmt vielleicht doch irgendwas nicht, dass ich so mega auf dem Zaun bin irgendwie. Aber man sollte jetzt auch nicht irgendwie so, irgendwie so ein Vernunftsdating machen und sozusagen, also am Anfang sollte schon eine gewisse Begeisterung da sein und nicht gleich so viel. Also für 6, 7 Wochen ist es schon ganz schön viel, finde ich so. Okay, alles klar. Soweit erstmal. Ja, genau, es gibt dann jetzt bald neue Selbstliebe-Challenge, würde ich einfach nochmal sagen. Und auch noch für das Anfang März vergünstigt meinen Bindungsangstkurs. Und ansonsten werden wir uns bald wiedersehen.